Millionen auf der Bank, einen Butler, einen eigenen Minigolfplatz und mehrere Villen. Wer erfolgreich sein will, muss bereits früh anfangen, seine Denkweise umzustellen. Heute im Video zeigen wir dir 5 Sätze, die erfolgreiche Menschen niemals benutzen würden. Los geht's mit der Nummer 5. Ich hasse meinen Job. Menschen, die im Allgemeinen sehr erfolgreich sind, würden niemals sagen, dass sie ihre Tätigkeit, mit der sie Geld verdienen, nicht mögen. Sie versuchen immer alles objektiv und neutral zu sehen und haben dabei immer genau die Vor- und Nachteile im Auge. Weiter geht's mit der Nummer 4. Das ist nicht fair. Erfolgreiche Personen sagen nie, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen oder ihre Arbeit nicht geschätzt wird. Das Leben ist nicht immer fair, aber das Wichtige dabei ist, dass wir erkennen, dass alle Menschen unter Ungerechtigkeit leiden. Und sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 3. Das ist nicht mein Job. Erfolgreich wirst du nur, wenn du nie andere Menschen oder Minderheiten unterdrückst. Du musst dich genau mit dem Gegenteil anfreunden. Erfolgreiche Menschen helfen gerne, leiten oftmals ein Team, sind höflich und freundlich. Die Nummer 2. Das ist unmöglich. Wenn du erfolgreich werden möchtest, musst du anfangen, Hindernisse nicht als Störfaktor, sondern als Chance zu sehen. Ganz nach dem Motto, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Versucht immer aus den schlechtesten Ausgangslagen das Beste zu machen und der Erfolg kommt gewiss. Und die Nummer 1, ich habe keine Wahl. Erfolgreiches Denken zeichnet sich dadurch aus, dass man aus jeder noch so schwierigen Situation einen Ausweg findet. Versagen gibt es für euch nicht und so findet ihr zumindest immer im Kopf eine Lösung. Na, wie erfolgreich ist eure Denkweise schon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und teilt das Video wie immer mit euren Freunden.